frage der Philipp Riedo zwei, drei Fragen. Die erste Frage ist, du bist im Rollstuhl. Was ist eigentlich passiert, dass du im Rollstuhl bist? Ja, vor etwas mehr als 19 Jahren hatte ich einen TÜV-Unfall, einen relativ schweren. Hat dabei die Wirbelsäule gebrochen und durch das kann ich jetzt nicht mehr laufen, bin ich Paraplegiker und das ist jetzt seither so. Wie bist du mit dem umgegangen, wo du eine Diagnose hast, du wirst nicht mehr laufen können? Hast du da mit Gott gehadert, hast du gefragt, warum legt Gott das zu? Nein, eigentlich nicht. Interessanterweise ist das nie gekommen bei mir. Ich habe nie irgendwie Gott angezweifelt oder so. Ganz im Gegenteil, ich hatte immer das Gefühl, immer dem Gott vertraut und ich wusste, dass Gott mich durch das durchträgt, was kommt. Und vielleicht war es auch so, ich habe mich schon aus ganz klein habe ich mich bekehrt, mit etwa 6. Und ich glaube, ich hatte einfach ein ganz neues Vertrauen in Gott und gewusst, dass er mich durchtragen wird durch die Situation. Du bist ja aufgestellt, motiviert und freudig. Und mit dir begegnet immer ein Lächeln auf dem Gesicht. Und so, woher nimmst du die Kraft? Ja, in dem, dass ich dafür bete. Ich bin eigentlich am Morgen nicht so fit. Ich bin eher ein Abendmensch. Von dem her brauche ich morgen sowieso etwas länger, bis ich in die Gänge komme. Und das ist einfach so, dass ich meistens halt nicht zu Gott bete und wirklich bitte darum, dass er mir Kraft gibt für den Tag, der kommt, einfach für einen Einzeltag. Du hast ja gesagt, dass das gerade so ein bisschen passiert vor dem Abschluss vor der Stifte, also da ist gerade eine Abschlussprüfung und so. Und wie ist das nachher gegangen? Ja, ich war natürlich zuerst im Spital und nachher bin ich in die Rehabilitation gekommen, das heisst, ich war jetzt noch in Wil, im Paraplegikerzentrum, 4 Monate. Aber dort haben wir dann gesagt, wir schauen relativ schnell, dass ich wieder fit werde und dass ich die Lehre abschliessen kann. Und das konnte ich dann auch. Und so ist es dann weitergegangen. Ja. Du hast dich dann noch weitergebildet? Ich habe noch das Technikum gemacht, dann, ja, genau. Das können anschliessen und von dem her habe ich rein beruflich habe ich recht gute Voraussetzungen jetzt und kann eigentlich auch Vollzeit arbeiten und so gut durchs Leben kommen. Ja. Also du bist ziemlich selbstständig oder brauchst du irgendwie Hilfe noch? Ich würde sagen, ich bin ziemlich selbstständig. Bevor ich geheiratet habe, bin ich eigentlich auch allein in einer Wohnung gewesen, allein gewohnt. Von dem her ja, geht das gut. Und nachher eben auf dem Gesicht ist ja noch ein bisschen so eine rote Haut. Von woher kommt das? Das hat nichts mit dem Unfall zu tun. Das ist ein Feuermal und das hatte ich schon immer. Ich bin eigentlich schon so auf die Welt gekommen. Es ist einfach so. Ja, gehört zu mir. Und wie ist das? Glaubst du jetzt immer noch heilig? Ja, ich glaube daran, dass Gott mich heilen kann. Manchmal sicher mehr und manchmal vielleicht auch ein bisschen weniger. Aber ich glaube wirklich daran, dass Gott der heilende Gott ist. Aber ich denke, jetzt für mein Leben ist vielleicht noch nicht einmal das Wichtigste. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass ich Gott kenne und dass ich Jesus kenne und dass ich mit ihm gehen kann. Und das Leben mit ihm zusammen meistern. Und darum ist mein Gebet eigentlich viel mehr auch, dass ich einfach Gott sage, Vater, wenn du willst, dass ich im Rollstuhl bin und so den Leuten von dir kann erzählen und das Licht für dich sein, dann bin ich bereit für das. Und wenn du willst, mich heilen und durch das willst, dass ich den Menschen von dir erzählen kann, dann bin ich auch bereit für das. Das ist mein Gebet. Wow, dann geben wir Gott Applaus für das. Das ist mega cool. Merci vielmals, Philipp, vielen Dank.